Was bisher geschah? Oh, da bin ich wohl ins Fettnäpfchen getreten. Das ist mir aber sehr unangenehm. Und jetzt her mit dem Transmitter. Niemals! Mayday, Mayday, Chef, hier Bego. Kate Logan ist mit dem Transmitter entkommen. Ich wurde gefangen genommen. Bego, verstanden. Wir holen dich da raus. Was ist hier los, Captain? Commander Mason, ich kann alles erklären. Na, da bin ich mal gespannt, Staunton. Ja, okay, dann lege ich mal los. Lieutenant Ryder und ich waren gerade im Hangar und bewunderten die neuen SN-89er Raumgleiter. Die habe ich in Auftrag gegeben. Ein weitsichtiges Projekt. Ja, ja, das sehe ich genauso. Und als wir so dastanden und uns die Raumgleiter anschauten, bemerkten wir aus dem Augenwinkel Captain Kate Logan und diesen Schurken hier, wie sie mit dem Transmitter in der Hand hereinspazierten. Alles Lüge! Der Roboter hier griff uns auch sofort an. Ein Handgemenge folgte. Währenddessen entkam Captain Logan mit dem Transmitter. Aha. Da war nichts zu machen, Sir. Der Roboter ist so stark wie 5 Männer. Nur durch die Techniken, die wir auf der Sternakademie gelernt haben, konnten wir ihn besiegen. Was meinen Sie, Agent? Das hört sich doch ganz vernünftig an. Absolut. Staunton und Ryder haben sich als fähige Flottenmitglieder erwiesen. Ich schlage vor, Captain Staunton mit der Verfolgung von Captain Logan zu beauftragen, um schnellstmöglich den Transmitter wieder zu erlangen. Sehr gut, genau das wollte ich gerade vorschlagen. Nun, Sie haben es gehört. Verfolgen Sie auf der Stelle Captain Logan und bringen Sie mir den Transmitter zurück. Sie wissen doch, wo Sie ihn finden können. Klar, Chef, Commander. Zur Sicherheit würde ich aber seinen Komplizen hier mitnehmen und an Bord der Battledore verhören. Das spart Zeit, die wir nicht haben. Ich weiß nicht. Captain Logan hat im Moment 15 Minuten Vorsprung. Wenn wir den Roboter zuerst hier verhören, vergrößert er sich immens. Ich könnte die Mission prüfend begleiten. Ja, Agent, da ist etwas dran. Okay, nehmen Sie ihn mit. Aber bringen Sie ihn wieder in einem Stück zurück. Und ich will schnellstens Ergebnisse. Wird gemacht, Sir. Und wenn wir ihn zur Wahrheitsfindung auseinandernehmen müssen, wir bauen ihn schon wieder zusammen. Okay, was ist hier los? Erstmal danke für die rhetorische Rettung vor Mason. Sie haben den alten Halunken ja richtig um den Finger gewickelt. Respekt. Commander Mason ist nicht zu unterschätzen. Wer leichtgläubig tut, muss nicht leichtgläubig sein. Und jetzt, Cole, Klartext bitte. Wow, duzen wir uns jetzt.
Wie nenne ich dich denn nur, wenn ich nicht mehr Agent zu dir sage? Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lucy, Lilly, Liesel, Lästig. Lenk nicht ab. Nenn mich Liesel, wenn du willst. Mein Vorname ist dein geringstes Problem. Was für eine Show ziehst du hier ab? Wenn wir hier von Show sprechen, ich bin sicher nicht der Einzige, der hier Theater spielt. Was suchst du auf der Battledore? Hey Leute, ihr braucht schon eine Therapie, bevor ihr ein Paar seid. Währenddessen entschwindet Kate Logan mit dem Transmitter in den Weiten des Weltalls. Nicht ganz. Ich hatte den Transmitter vorsichtshalber mit einem Ortungsgerät markiert, bevor ich herausfand, dass Kate ein linker Spargel ist. Das ist eine Weitsicht. Ehe ich hier gar keine Erklärung bekomme, darf ich kurz zusammenfassen? Einer von euch hat den Transmitter geklaut, der andere Kate Logan befreit. Treffpunkt im Hangar. Dann hat euch Kate mit Hilfe seines metallischen Freundes gelinkt und ist mit dem Transmitter abgehauen. Richtig? Wenn unser Drehbuchautor mal Urlaub nimmt, kannst du den Job übernehmen. Und jetzt orten wir den Transmitter. Schnitz, das sind die Daten des Ortungsgerätes. Kannst du es ausfindig machen? Ja, Captain. Einen Moment bitte. Sag mal, Joel, wer hat deine Inneneinrichtung verbrochen? Die Tapete sieht ja aus wie die Platzdeckchen meiner Omi. Ey, cool. Jodelst du jetzt auch schon? Sorry, Kumpel, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ist Ehrlichkeit ansteckend? Wenn ja, dann brauchst du dringend eine Schutzimpfung. Captain, der Transmitter scheint auf direktem Weg nach Lunar 7 zu sein. Er will wirklich zur Iron Drake. Coley, werden wir eigentlich irgendwann mal aufgeklärt, was hier los ist? Was wollt ihr wissen? Wer ist dieser Typ hier? Gehört zur Mannschaft um Darren King. Was ist unsere Mission? Kate Logan verfolgen. Kate Logan ist doch einer von uns. Jetzt nicht mehr. Das Aas hat sich selbst ins Aus geschossen. Und was passiert, wenn wir ihn fassen? Dann geht er für 4 Sonntage in den Knast. Aber Totensonntage. Was machen wir mit dem Roboter? Ich kann nicht fassen, mit was für einer Sardinenbüchse ihr unterwegs seid. Dass wir euch, Trottel, ernst genommen haben, ist der größte Witz des Jahres. Schön, dass ich dich zum Lachen bringen konnte, Terminator. Elliot, heck dich in die Schrottkiste ein und guck, ob er verwanzt ist. Okay, Captain. Und wenn du gerade dabei bist, halt die Augen offen für alle Infos, die für uns wichtig sein könnten. Digitale Spionage ohne Sicherheitsclearance verstößt gegen die 4. allgemeine Konvention über künstliche Intelligenz. Sorry, Liesel, ich spreche kein Verschwurbelt. Kannst du das mal für einfache Gemüter übersetzen? Du darfst ihn nicht einfach so ausspionieren, Cole. Roboter haben Rechte. Du musst ihn verhören wie einen Menschen. Liesel, du bist anstrengend. Okay, Baymax, wie soll ich dich nennen? Ich heiße Baygo und mehr werdet ihr nicht erfahren. Ich verweigere die Aussage. Na, da sind wir ja auch schon fertig. LJ spitzt die Pfeile und legt los. Cole! Du weißt schon, dass Darren King dich fallen lassen wird wie eine heiße Kartoffel, Baygo. Es geht hier nicht um mich, es geht nur um die Sache, Blondschopf. Ein Trotzköpfchen, wie schön. Tette, diese Einheit ist direkt mit ihrem Mutterschiff verbunden, das ich meinen Bierschonnen zufolge in nächster Nähe befindet. Ich wusste, Darren lässt mich nicht im Stich. Ich hasse es, wenn Roboter recht haben. Das macht sie nur noch überheblicher. Dann passt mir mal gut auf meinen Januskopf auf. Wenn Darren King eher nach ihm als dem Transmitter sucht, muss er wertvoll sein. Bay, konntest du mit Elliot's Daten Darren Kings Schiff orten? Cap, das ist dick zu sehen. Das Schiff muss einen Zaren-Krabben-Modus haben. Captain, ich bekomme gerade eine Nachricht rein.
Captain Staunton, Sie haben 5 Minuten, um Balgo in eine Fluchtkapsel zu stecken und zu uns zu schießen. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, dann will Sie vernichten. Komm, hör auf, du Wurst. Du blöffst doch. Wenn du uns pulverisierst, schottest du auch deinen Kumpel. Alles okay, Sergeant? Ja, es steht schon. Ey, Darren, hast du das Memo nicht gekriegt? Wir setzen hier auf launiges Geplänkel und verbale Beleidigungen. Nicht auf rohe Gewalt. Junge, gib das Mikro meinen Erwachsenen, dass wir immer weiterkommen. Na bitte, geht doch. Ach Darren, willst du mir deine Busenfreundin neben dir nicht vorstellen? Ich bin Natasha Jones, Captain. Interessant, dich mal wiederzusehen, Lola. Wie, Lola? Ich dachte, du heißt Liesel. Ich sehe, Sie haben bei Ihnen an Bord ja alles im Griff. Gerade mal ein paar Minuten in der Serie und schon eine Kessellippe riskieren. Das habe ich gern. Wie sieht's jetzt aus? Ist Balgo auf dem Weg zu uns? Klar, Darren, der sitzt schon in der Fluchtkapsel und zieht sich die Sicherheitsgurte über. Tschüssi dann. Du hast die Verbindung gekappt. Und was jetzt? Jetzt probieren wir Spikes letzte Erfindung aus. Den Spikehopper. Bay, wirf die Maschine an. Captain, wir befinden uns erstmal im Teststadion. Es könnte ein häufiger Ritt werden. Dann alle Mann festhalten. Jetzt gilt es, King die Kanaille zu überraschen. Wenn es misslingt, werden wir rettiert. Aber bitte mit Ketchup. Los! Auge, was hast du dir dabei gedacht, einfach die Satellitenverbindung zur Erde zu kappen, wo die doch gerade Fußball-Weltmeisterschaft feiern? Sorry, Doc. Von deinem Sorry kriege ich auch kein Spiel auf den Monitor. Das gerade vor dem Finale. Moment, Junge. Ich glaube, du hast nochmal Glück gehabt. Da bricht gerade ein Raumschiff durch unsere Atmosphäre. Kinch, mach das Fußballfeld klar. Mit der Crew dieses Raumschiffes basteln wir uns unsere eigene WM.